Mal gucken, ob das Fahrwerk das mitmacht. Hi, liebe Leute. Ja, ich bin heute im Bikepark Winterberg das erste Mal mit meinem neuen Bike, Instinctive Bike. Das habe ich schon vorgestellt. Ich verlinke das Video mal. Also mit Getriebeschaltung, Enduro Bike, 29 Zoll, Rahmengröße L. Also quasi das Gegenteil von dem, was ich vorher gefahren bin. 26 Zoll Rad mit ja, Nikolai. Ich mache mal kurz Bild rein. Also kleine Reifen und ihr seht schon hier große Reifen, großer Rahmen, alles länger. Normalerweise habe ich hier hinten die Rohlaufschaltung in meinen Bikes. Hier ist jetzt die Getriebeschaltung vorne. Das ist kein E-Bike, das ist die Schaltung, eine Pinion mit 12 Gängen oder 14, ich glaube 12, ja. Genau. Und ich habe es ja jetzt schon mal für einen Kurs, Fahrtechnik-Kurs benutzt. Ja, bevor eine Beschwerde kommt, ich habe jetzt nur die kleine Kamera dabei, einen Brustgurt dabei. Im Winterberg ist es ja immer windig. So ist es halt und ja, mein Kumpel konnte leider nicht kommen, sonst hätte ich eine große Kamera mitgenommen und dann hätte noch jemand zweites filmen können, aber der musste kurzfristig absagen. Auf jeden Fall wird es trotzdem cool, ich nehme euch mit, es gibt wieder Tipps, genau. Der Kopffehler, der Denkfehler beim Biken, beim Downhillfahren, beim Bikeparkfahren oder Singletrailfahren, ja, und da liegt das ja schon mit im Wort drin und zwar, das Denken ist der Fehler, also das ich sage jetzt nicht, dass ihr immer den Kopf abschalten sollt, aber ihr wisst natürlich, Mountainbiken, ein Downhill fahren oder ein Trail fahren, das ist ja so eine Flow-Geschichte. Das heißt, man gerät in den Flow und ist ja nur noch am Reagieren, am Funktionieren, Automatismen. Man denkt jetzt nicht darüber nach, wie halte ich jetzt den Arm, wenn jetzt die Wurzel kommt, was mache ich jetzt hier und wo, sondern man hat ein, ja, man hat schon so ein Skillset, man weiß, was man kann, fährt in die Strecke, reagiert. Natürlich spontan reagiert man auf Linienwahl und so weiter. Und man kann sich natürlich vorher auch noch eine Strecke mal abgehen zu Fuß, um zu wissen, okay, an der Stelle lieber da abziehen oder und so weiter. Und hier ist die Chicken Line, wenn man da das halt wissen will. Aber sonst ist man eigentlich nicht gut beraten, wenn man halt irgendwie in einen Downhill reinfährt und den die ganze Zeit nachdenkt. Und irgendwie, eigentlich will man ja auch von seinen normalen Gedanken so ein bisschen wegkommen und halt im Jetzt leben. Ja, und da eignet sich das Biken ja ziemlich gut zu. Ja, ich werde euch quasi jetzt ein paar Tipps geben. Und zwar ist es so, es gibt einen ziemlich coolen Tipp, um ins Jetzt zu kommen, wenn ihr eine Abfahrt geht. Und zwar fangt, wenn ihr reinfahrt, einmal an, ein Lieblingslied von euch so zu singen oder zu summen. Und ja, das ist auch eine ganz gute Sache, weil dann ist der ist man so ein bisschen wieder, ja, durch das Abrufen der Melodie, des Textes, ist man so weit mit dem Kopf, dass man jetzt nicht groß nachdenken kann über was wäre, wenn ich stürze und ich kann muss ins Krankenhaus oder keine Ahnung was, diese Worst-Case-Gedanken. Und genau, deswegen ist das ein guter Tipp, der ist übrigens von Tracy Hanna, die World Cup-Fahrerin, die ist mal mit einem YouTuber eine Strecke gefahren und hat dann, ich glaube, ein Lied von Queens oder so gesungen und das war ziemlich cool. Und ja, die ist natürlich, die weiß, was sie tut. Und ja, ich finde den Tipp auch ziemlich gut. Und was man auch machen kann, ist halt, so dass man sich so ein bisschen auf das Gefühl konzentriert. Also so ein bisschen den Untergrund fühlt, durch die Füße, über die Hände, spürt man, wie der Untergrund ist. Und dann weiß man so, ah, gerade ist eher so schottrig, das fühlt sich eher so ein bisschen lose an. Oder wenn du so einen Fichtenboden hast. Ja, also so Methoden, um ins Jetzt zu kommen, das kann ich euch empfehlen, damit ihr dieses ganze Gedanken Wust, der dann halt manchmal kommt, wenn man zu sehr Worst-Case-Gedanken oder keine Ahnung was kommt, dass man dann darüber dieses Nachdenken halt eliminieren kann und ins Jetzt kommt und auf die Strecke kommt und dann ab einem gewissen Grad geht das ja auch automatisch, dass man vor allen Dingen dann reagiert auf die Strecke. Ja, was ich euch jetzt noch mitgeben will, und zwar ist es so, dass ja, quasi, das habe ich schon in anderen Videos, verlinke ich auch mal, wenn ihr jetzt zum Beispiel Drops macht oder so, dann kann es echt passieren, wenn ihr Fahrtechnik-Videos geguckt habt, wenn ihr einen Kurs gemacht habt oder so, dass ihr vielleicht gerade den Ansatz habt, ich muss jetzt darüber nachdenken, was muss ich jetzt an der Dropkante eigentlich machen? Aber warte, ich fahre jetzt drauf zu, aber jetzt denke ich darüber nach, jetzt halte ich den Arm so, jetzt strecke ich den Arm oder jetzt lehne ich mich nach hinten oder irgend sowas. Und das würde ich gerade sehr abraten. Ich würde sagen, lieber die Bewegung, die ihr beim Drop macht, bei kleinen Drops, Bordsteinkante, Bushaltestelle, richtig über hunderte Wiederholungen einstudieren, dass die ganz stabil kommt. Und
Ja, und dann halt quasi in dem Bikepark in der Drop-Batterie anfangen. Ich schneide hier ein bisschen was rein mal, damit ihr mal ein bisschen wisst, was ich meine. Drop-Batterie, zack, zack, klein anfangen, steigern und dann weiter steigern. Schritt für Schritt steigern. Jo. Und genau, und dann wirklich einfach funktionieren und einfach darauf vertrauen, dass der Körper das Richtige macht und dass ihr in der Dropkante nicht ab, quasi ab, ja, das Vorderrad nicht absackt, ne? Genau, ja, also, ich mach's direkt mal vor, zu dem Hintergrund, ich bin seit letzten Spätsommer, Herbst, ich weiß gar nicht mehr wann, bin ich nicht mehr in Winterberg gewesen. Das heißt, ich bin da bei vielen Sprüngen hier schon ganz oft in Kursen und so. Ich bin ja privat eher so Tourenfahrer, aber in Kursen habe ich echt schon viele Drops und so hier auch gemacht. Und ja, aber ich bin jetzt komplett kalt. Also bin mit dem Fahrrad hier hingefahren vom Bahnhof. Also ein bisschen warm bin ich schon, aber bin jetzt nicht im, also habe mich jetzt nicht irgendwie warm gedroppt oder so, weil ich mache das ja schon 20 Jahre und dann sollte das eigentlich drin sein. Und ich vertraue einfach 100% auf dem, was ich kann, was ich mache, was ich gemacht habe und muss nicht darüber nachdenken, wie ich jetzt irgendwie einen Drop nehme oder so. Okay, ich werde euch mitnehmen. Und erstmal ein bisschen hier im Slopestyle. So, also den Drop zum Beispiel, den habe ich schon ganz oft gemacht. Hier ist gerade frei. Und den kann ich auf jeden Fall auch nach 4 Monaten oder 5 Monaten Pause einfach mal so machen. Ohne nachdenken. Weil ich alles im Blut habe. Die Technik, der Speed. Sonst würde ich mich vielleicht von jemandem ziehen lassen, wenn ich jetzt nicht mehr sicher wäre, wie schnell man sein muss. Genau. Mit dem Rad noch nicht gemacht. Einfach mal testen. Okay. Übrigens für alle, die hier mal im Slopestyle fahren wollen, man kann auch als ja, Normalo oder ja, Bikepark, ja noch nicht Profi, sondern so normaler Fahrer, kann man da auch da den Drop machen hier. Wenn man den vierten Drop im, also den vierten den höchsten Drop im Übungsparcours macht, dann geht der hier auch ziemlich gut. Das ist dieser Einstiegsdrop. Und man muss nur aufpassen, ich würde am Anfang danach abbremsen und den nächsten Sprung wegdrücken. Weil da habe ich schon viele Leute gesehen, die wirklich mit dieser leichten Hip, wo der Sprung so ein bisschen seitlich geht, total überfordert sind und ziemlich schnell kommen von dem Drop und dann da schief liegen in der Luft oder vor allen Dingen so hart zu kurz kommen im Hinterrad, dass es die dann so richtig raushaut, das Hinterrad so richtig hochschießt. Also, würde ich sagen, könnt ihr gerne machen hier den Drop, aber der ist zum Warmmachen gut, aber die Hip danach wirklich nur, wenn ihr sehr routiniert seid mit Sprüngen, weil, weil die sehr lang und man muss ein bisschen sein Rad schräg stellen. So, im nächsten Schritt den gleichen Drop nur noch mal ein bisschen schneller fahren, um tiefer zu springen, also ein bisschen mehr Airtime zu haben, damit ich mich auf die nächsten Drops vorbereiten kann. So, mal gucken. Ich hoffe mal, der Wind ist nicht so stark. Nee, geht. So. Das ist immer ganz gut, um ein Feeling zu kriegen nochmal, sich gut zu fühlen auf dem Rad. Bitte in Winterberg oder anderen Parks nie in der Strecke rumstehen. Wenn ihr euch einen Drop angucken wollt, könnt ihr einem Kumpel sagen, dass er aufpassen, dass von hinten keiner kommt. Das ist jetzt der Drop, da verlinke ich mal das Video, hohe Dropswagen. Der ist halt, geht schon ein bisschen runter. Zeige ich das mal. Den kann man so auf 2 Meter, aber wenn du ganz tief reinlandest, hast du den noch auf 3 Meter. Und danach muss man gucken, ob man noch. Ich würde dann, wenn man den noch nie gemacht hat, erstmal danach keinen anderen Sprung nehmen, sondern rausfahren. Und ja, weil Klassiker ist, man ist super, super schnell und geht auf diesen Boner-Log da. Seht ihr gerade aus und da fliegt man in der Regel direkt viel zu weit ins Flat. Das ist ein Erfahrungswert hier. Also ich habe es Gott sei Dank noch nicht so krass ausgereizt, aber ein bisschen schon zu weit. Und andere gesehen, die da richtig krass zu weit sind. Also jetzt hier, vor ein paar Jahren, wie gesagt, mein Mental-Drop. Jetzt ist er halt auch normal für mich und
Gerade ist auch schön windstill. Mal gucken, ob das Fahrwerk das mitmacht. So, wie gesagt, den hier, da ist man ganz schnell viel zu schnell. Ja, jetzt seht ihr das von unten. Da oben ist der Drop. Ging jetzt gut, Fahrwerk auch nicht durchgeschlagen. Ich habe es eher weich angestellt. Ja, und ich habe zu keiner Zeit nachgedacht, was mache ich jetzt, sondern ich habe einfach funktioniert, weil ich wusste, dass ich es kann. Wenn man den Drop schon gemacht hat, ganz klar. Wenn man es noch nicht gemacht hat, aber dann tastet man sich ran und springt erstmal ähnliche, kleinere, dann langsam rantasten und man weiß, alles ist da, Foot, Autopilot, Tempo und so weiter. Hier ist zum Beispiel ein Klassiker, hier seht ihr die Off, On-Box, Off-Box. Da ist es so, dass man da viele Angst haben, dass sie da zu kurz kommen. Man sieht auch da die Stelle, da wo die Kante ist von der Box. Ja, und dass Leute dann so im Kopfkino sind, so am Nachdenken und schon Worst-Case-Gedanken schieben, dass sie vielleicht verkrampft sind oder nochmal abbremsen und dann wirklich da reinkrachen. Ich finde auch, ich fände es cooler gewesen, wenn da ein Brett zwischen wäre, weil die, die drüber springen, springen übers Brett und die, die halt zu kurz kommen, denen passiert aber nichts. Genau, also gab es auch in anderen Bikeparks so oder in Whistler und so, dass da von der Absprungkante zu der Box, dass da noch ein Brett zwischen liegt und du kannst da auch hochfahren. Vielleicht dann für manche der Reiz weg, aber ich meine, die springen ja eh drüber, die merken ja von dem Brett nichts. Und so ist das Sturzrisiko natürlich viel höher. Habe ich auch schon ein paar Mal Leute gesehen, die sich hier aufgehängt haben, was natürlich nicht so cool ist, weil du zum Beispiel sehr tief runterfallen kannst von der Box. Also kleine konstruktive Kritik, ich würde als Bikepark-Bauer, aber ich bin ja keiner, deswegen kenne ich jetzt auch keine anderen Argumente, als Fahrtechnik-Trainer würde ich sagen, da noch ein Brett zwischen, damit da nicht so Sturzgefahr ist. Und dann kann man hier wieder runter, hat einen schönen Drop und auf die Table Line. Liebe Leute, dann erzählt doch mal, seid ihr so richtige Denker? Kennt ihr das Phänomen, dass ihr so Worst Case denkt, dass ihr schon in Gedanken schon vielleicht am Crash seid, weil ihr da schon vielleicht eine Stelle habt, wo ihr schon mal fast gestürzt seid oder gestürzt seid oder einen gesehen habt, der gestürzt? Oder seid ihr gut darin, quasi vom Denken wegzukommen, ins Jetzt zu kommen? Wie sind also eure Erfahrungen? Wie schätzt ihr euch da selber ein? Wie gesagt, habt ihr jetzt mal probiert mit dem Singen? Könnt ihr ja mal gerne machen. Von Tracy Hanna, der World Cup-Siegerin vom letzten Jahr. Also, ja, diesen Tipp, einfach mal zu singen. Und ja, und wie gesagt, bei Fahrtechnik ist so ein Ding. Manchmal, wenn man halt spät eingestiegen ist und man will noch ein bisschen was üben, Bunny Hop oder so, dann macht es Sinn, sich über die Struktur nachzudenken. Wie übt man das? Jeden zweiten Tag oder jeden Tag mal was und was über die Bewegung oder so. Aber wenn ihr irgendwo seid und ihr fahrt, weg von diesem Übertheorisieren, Overthinking, sagen die Amis. Und gerade wenn ihr dann in den High-Consequence-Bereich kommt, also Drops, Sprünge, da muss einfach alles schon funktionieren. Und da könnt ihr nicht drüber nachdenken, muss ich jetzt irgendwie hier am Lenker mehr ziehen oder was, während ihr das schon macht. Man kann vorher jemanden fragen, so muss ich an dem Drop mehr abziehen, Leute, die den Sprung schon gemacht haben. Dass man so weiß, aber man weiß auch diese Abläufe, mehr abziehen oder mehr wegdrücken, die sind schon voll da und die kann man auch ohne Nachdenken abrufen. Und man muss nicht darüber nachdenken, wie strecke ich jetzt die Arme und so. Genau, also, schreibt mal rein in die Kommentare, seid ihr Denker oder Dichter und Denker. Ich freue mich aufs nächste Video. Viel Spaß.